Das Haus des Jugendrechts in Pforzheim. Es ist 6.30 Uhr morgens. Für die Polizisten Mark Hölzgen und Volker Weingart die beste Zeit für ihren ersten Einsatz. Die Mission der zwei Beamten in Zivil: Schulschwänzer aufspüren. Weil wenn wir zu spät sind, sind die Eltern oft nicht da oder die Jugendlichen machen nicht auf. Deshalb versuchen wir, so früh wie möglich in der Wohnung zu sein. Was sie dort genau erwartet, das wissen die Polizisten noch nicht. Beamten planen eine Schulvorführung. Das heißt, sie wollen einen 16-jährigen Schwänzer zu Hause überraschen und ihn direkt zum Schulleiter bringen. Aber die erste Vorführung, oder? Ja, das ist die erste, war noch keine bisher. Am 17.12.15 ging ein Brief an die Mutter mit den Fehltagen. Okay. Und die hat er genauso abgefangen. Abgefangen? Die hat er abgefangen und hat es gar nicht der Mutter erst gegeben. Clever. Der Teenager fehlte insgesamt 9 Mal, ohne Entschuldigung. Alle Gegenmaßnahmen der Schule liefen ins Leere. Genau, das ist das Haus, da müssen wir rein. Nun steht ihm ein polizeilicher Hausbesuch bevor. Dieses Mal noch in Zivil. Sollte er wieder schwänzen, wird es noch peinlicher. Dann kommen die Beamten in Uniform. Morgen. Morgen. Was erwartet Sie denn typischerweise bei so einem Hausbesuch? Im Optimalfall noch verschlafene Kinder. Meistens Überraschung, dass die Polizei vor der Tür steht. Das erwartet man nicht unbedingt. Mehr als 200.000 Schüler schwänzen in Deutschland regelmäßig den Unterricht. In Pforzheim will man diesem Trend mit solch einer direkten Konfrontation entgegenwirken. Hallo, einen schönen guten Morgen. Hallo. Die Polizei Hölzgen vom Haus des Jugendrechts. Mein Kollege, der Herr Weingart. Sie sind? Wunderbar, zu Ihnen möchten wir. Mhm. Mhm. Mit Schule? In letzter Zeit nicht so. Mhm. Mhm. Deswegen sind wir hier. Die Schule hat uns gebeten, weil Sie nicht freiwillig kommen, dass wir Sie bringen. Ist noch jemand zu Hause, Mama oder Papa? Nee, meine Mutter ist gegangen, ich würde gleich auch gehen. Du wirst gleich auch gehen in die Schule? Mhm. Ja. Dann. Heute melde sie mich noch schnell an und dann. Ja, würde aber trotzdem reinkommen, weil nicht, dass du uns nachher die Türen nicht mehr aufmachst. Ja. Du Schulsache alles mitnehmen? Okay. Wann ist die Mama weg heute? Um 7 Uhr. Um 7 Uhr schon. Okay. Wann hast du heute Schule? 8.30 Uhr. 8.30 Uhr, ah, perfekt. Okay. Schulsache schon gerichtet? Ja. Festbar dabei? Mhm. Ja, alles klar. Gut. Schlüssel nicht vergessen. Dann machen wir uns auf den Weg. Ja? Das Jugendamt hat der alleinerziehenden Mutter des Jungen schon ein Bußgeld von 25 Euro verordnet. Warum musste es so weit kommen? Ja, nicht so gute Motivation, wenn man das so sagen darf. Wieso was? Das darf ja nicht. Ich weiß gerade nicht, aber es liegt hauptsächlich an der Motivation. Schulschwänzer gelten vor dem Gesetz als straffällig und so werden sie auch behandelt. Was dabei hast. Es kommt einfach immer wieder vor, dass die Schüler auch irgendwelche Waffen mit sich rumtragen. Ein Messer oder ein Schlagstock. Und wir möchten nicht überrascht werden, dass irgendwie noch etwas passiert im Auto. Deswegen ist es eine Vorsichtsmaßnahme. Der Polizist Volker Weingart nutzt die Fahrt zur Schule, um dem notorischen Schwänzer noch etwas ins Gewissen zu reden. Okay. Von dem her, hast du die Schreiber verschwinden lassen? Hast du gedacht, von der Schule Brief nach Hause kann nicht. Kann nichts Gutes heißen. Und du hast aufgemacht? Ja. Hast du gerochen, was kommt, oder? Ja, schon irgendwie. Ah. Doch die Beamten wollen die Schulverweigerer nicht nur bestrafen, sondern ihnen auch Perspektiven aufzeigen. Wenn du Interesse hast, dass man dich unterstützt dabei, gar kein Problem, weil wir haben so eine Kooperation mit dem Arbeitsamt. Da kommst du bei mir mal vorbei, füllst so ein Blatt aus mit deinen Daten. Und dann gucken wir, dass wir dich vielleicht zur Berufsberatung bringen. Innerhalb von 8-14 Tagen kriegen wir dann einen Termin. Und dann hast du vielleicht die Möglichkeit, dass schnellstmöglich ein paar Adressen kriegst, wo dich auch vielleicht direkt bewerben kannst als Kaufmann. Aber natürlich muss auch mit der Schule laufen, gell? Weil wenn wir ein Wort für dich einlegen, gutes, und du schwänzt dann oder auch dort oder fehlst, das wäre natürlich nicht gut. Zum Abschluss aber wird es noch einmal unangenehm. Jetzt führen die Polizisten den 16-Jährigen dem Rektorat seiner Schule vor und hoffen, dass ihm diese Lektion eine Lehre ist. Bis wir auf den Plan kommen, da hat einer nicht bloß ein- oder zweimal gefehlt, sondern tatsächlich, da geht es um beharrliches und wiederholtes Schwänzen. Und dafür habe ich dann kein Verständnis, weil es letztendlich um die Zukunft geht. Auch beim nächsten Fall verstehen Schule, Jugendamt und Polizei keinen Spaß mehr. Die unentschuldigten Fehltage eines Achtklässlers sind mehr als alarmierend. Wir haben jetzt einen 14-jährigen Schüler mit 16 Fehltagen.
der hat schon einige Male geschwänzt. Ich habe gestern noch Rücksprache gehalten mit der Schulsozialarbeit. Die Mutter meldet sich nicht. Man weiß also nicht, was uns erwartet oder was mit dem Schüler los ist. Deshalb wurde gestern die Schulverführung veranlasst und sind jetzt heute gleich da und gucken mal, was hier mit dem Schüler los ist. Auch bei diesem Blaumacher ist es das erste Mal, dass ihn die Beamten zu Hause besuchen. Der Realschüler wohnt hier zusammen mit seiner alleinerziehenden Mutter. Hallo Frau Leible, meine Schulverführung darf ich eben. Ist er fort? Ja. Ist er fort? Ich habe keine Ahnung. Sind Sie berufstätig oder sind Sie da? Momentan bin ich noch da. Ich habe Schule ab am 23. wieder. Okay. Ich muss selber dann ab 23. Mhm. auf die Schule. Ja. Ich gehe zur Dekra. Warum ist er dann nicht aus dem Haus morgens? Schon nicht raus? Ich aus dem Haus. Da geht mir morgens 20 nach Silberner aus dem Haus. Also da, wo die 16 Feldtage gehabt hat, ist er aus dem Haus? Kommt dann nur nicht in der Schule an. Also ich weiß, sind Sie ihn mal angesprochen, wo er war? Er sagt es nicht. Also ab der Pubertät finde ich es richtig kompliziert. Wenn der Papa nicht da ist, zum Papa kein Kontakt, denke ich, dass da schon für ein männliches Kind dann der Papa definitiv fehlt. In solchen Fällen, wo die Eltern zwar kooperativ, aber überfordert sind, ruft die Polizei die Schulsozialpädagogen zur Hilfe. Auch so eine Situation, alleinerziehende Mutter. Die Mutter guckt, dass sie alles auf die Reihe kriegt, arbeitet nebenher noch, guckt, dass sie Geld hat, dass dem Sohn auch entsprechend gut geht. Der Sohn dankt ihr dahingehend, dass er frühzeitig aus dem Haus geht, täuscht vor, geht in die Schule und dann treibt er sich mit Freunden rum und geht nicht zur Schule. Im nächsten Schritt klären die Beamten ab, ob der Jugendliche heute in der Schule erschienen ist. Hölzgen vom Haus des Jugendrechts. Schönen guten Morgen, Frau Kaupisch. Ah, super. Okay, Frau Kaupisch. Wunderbar. Schön, dass er in der Schule ist. Alles klar, dann machen Sie es gut, gell? Danke. Tschüss. Siehe da, wie man das Telefonat bestätigt hat, er ist tatsächlich da. Und die Frau Leopold kümmert sich auch um ihn regelmäßig, was den Schulbesuch anbelangt. Und jetzt klinken wir uns mit ein, damit er merkt, dass auch von staatlicher Seite ein Druck kommt. Und so können wir ihn vielleicht wieder zur Schule bewegen. Der gleiche Schauplatz, 4 Stunden später. Auftritt der Sozialpädagoginnen. Denn obwohl der Dauerschwänzer heute sogar im Unterricht war, sie befürchten, dass der 14-Jährige weiter abdriften könnte. Deshalb statten sie ihm und seiner Mutter einen Besuch ab. Der Teenager selbst will an dem Gespräch aber nicht teilnehmen. Cedric, magst du? Komm bitte. Gut. Dann nicht. Also, dass Cedric der mag. Okay, dann sprechen wir einfach alleine. Es geht uns einfach auch darum, Ihnen den Schwerpunkt Schulvermeidung und das Programm Back to School vorzustellen. Mhm. Wie sind denn momentan seine schulischen Leistungen? Wissen Sie das? Nein. Sind einen kurzen Überblick? Okay. Also sein Halbjahreszeugnis war eigentlich recht gut. Mhm. Also wir können da auch zusammen mit dem Cedric auch nochmal gemeinsam gucken, ob er eine Form von schulischer Unterstützung möchte. Gucken, auf was er sich einlassen kann in dem Moment. Okay, und was ist, wenn er sich weigert? Letztendlich ist es so, dass Back to School unser Schwerpunkt Schulvermeidung und freiwilliges Angebot ist. Aber ich denke, wir haben beim Cedric auch gute Chancen, deshalb, weil die Frau Leopold gleichzeitig Schulsozialarbeiterin ist und dadurch ja auch schon Kontakt mit dem Cedric in der Schule hatte. Jetzt bekommt der 14-Jährige Hilfe von allen Seiten. Es liegt an ihm, was er daraus macht. Schwänzt er erneut, muss er mit Strafen rechnen. 7.45 Uhr in Berlin-Neukölln. Jeden Morgen begrüßt Schulleiter Roland Häkler seine über 730 Schüler persönlich. Morgen, 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 morgen. Es ist so, dass die Schüler auch, wenn sie persönlich begrüßt werden, gerne in die Schule kommen. Und wer gerne kommt, der bleibt auch nicht zu Hause. Morgen. Man muss den Kindern die Freundlichkeit bieten, das Herz, sag ich mal, dass sie als Mensch angenommen werden. Und andererseits, morgen muss man ihnen auch die Regeln bieten. Kinder wollen Regeln. Die Hermann-von-Helmholtz-Schule galt lange Zeit als Problemfall. Mit seiner Devise hart, aber herzlich kämpft Roland Häkler seit Jahren gegen Schulschwänzer und Randalierer. Unbemerkt zu spät kommen kann hier niemand. Wer nicht pünktlich ist, steht vor verschlossener Tür. Warum sperren Sie zu? Erziehung zur Pünktlichkeit. Wenn man verreist, der Zug fährt ab, pünktlich. Pünktlichkeit ist eine Tugend. Dann prüft Häkler die Anwesenheit seiner Schüler per Liste. Wer unentschuldigt fehlt, wird zu Hause angerufen. Guten Morgen, Ihr Sohn Dunkukan ist heute nicht in der Schule.
Nee, der um 8 war ihr Sohn nicht in der Schule. Ah ja, dann, er ist nicht zu Hause. Na gut, dann kam er zu spät. Dann schlage ich doch einfach vor, morgen wecken Sie ihn eine halbe Stunde früher, damit er dann pünktlich hier erscheinen kann. Bitte, tschüss. Auch typisch? Auch typisch. Ja, das nehmen aber die Eltern dann an. Die Eltern nehmen wirklich solche Ratschläge und die Kinder kommen dann am nächsten Morgen. Na, ey, klar, wegen Ihnen muss ich früher aufstehen. Die außergewöhnlichen Methoden zeigen Wirkung. Fehltage, Versäumnisanzeigen und Schulabbrüche gehen stetig zurück. Stattdessen schaffen immer mehr Schüler den Abschluss. In Neukölln ein riesiger Erfolg. Dass viele Kinder, also wir bei uns ist über die Hälfte, knapp über die Hälfte, wo die Eltern von Transferleistungen leben, dass es Kinder gibt, die gar keinen mehr kennen, der in geregelten Arbeitsverhältnissen ist. Und das muss man ihnen zeigen, dass es das gibt und dass es geht und dass es schön ist. Neukölln. Der Berliner Stadtteil ist Deutschlands größter Schmelztiegel. 40% der Einwohner haben einen Migrationshintergrund. 330.000 Menschen aus über 150 Nationen. Knapp 30% sind Hartz-IV-Empfänger. Nirgends sonst soll es mehr Schulschwänzer geben. Wir wollen uns selbst ein Bild machen. Frühmorgens während der Schulzeit suchen wir nach den Blaumachern und fragen Kinder und Jugendliche, warum sie auf der Straße sind. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja? Müsstest du jetzt nicht in der Schule sein? Ich bin in der Schule. Ha? Gehst du in die Schule oder nicht heute? Ja, ich gehe noch zur Schule. Jetzt ist 10.30 Uhr, warum ist sie nicht in der Schule? Und du bist 16 Jahre? Ich bin 17 Jahre. 17 Jahre. Aber sie ist noch in der Schule normalerweise, oder? Ja, eigentlich schon. Aber ich habe Herpes. Herpes? Herpes? Ja. Okay, alles klar, danke. Tschüss. Müsstest du jetzt nicht in der Schule sein? Hast du keine Schule? Ja, eigentlich habe ich Schule, aber heute nicht. Heute nicht? Heute ein bisschen rumlaufen? Ja, ein bisschen. Okay. Und machst du es oft, oder? Nee. Manchmal. Und wissen das deine Eltern? Meine Schwester weiß Bescheid. Ach so, deine Schwester. Und der ist egal, oder? Genau. Fazit. Wir treffen erstaunlich viele Jugendliche statt in der Schule auf der Straße an. Und einige haben das Blaumachen sogar unverblümt zugegeben. Zurück in der Hermann-von-Helmholtz-Schule. Schuldirektor Roland Häkler will möglichst viele Teenager mit einem Abschluss in die Lehre schicken. Zu spät kommen und schwänzen kann er da nicht gebrauchen. Na, guten Morgen allerseits. Guten Morgen. Hinsetzen bitte. Mein Freund. Wo warst du denn heute Morgen um 8? Ich hab geschlafen. Ach was, Papa war begeistert, als ich angerufen habe. Hm. Oh oh. Ich habe mit deinem Papa vereinbart, dass du ab morgen früher aufstehst. Okay? Die Schule arbeitet mit 28 Unternehmen aus der freien Wirtschaft zusammen und versucht so, ihren Abgängern eine Ausbildung zu vermitteln. Jens Priesen coacht die Jugendlichen für den Übergang ins Berufsleben. Und wenn du jetzt so einen Kunden hast, der total missmutig ist, weil er morgens früh aufstehen musste, weil du leider schon so früh aufgemacht hast und er mit dir, weiß ich nicht, er wollte nur mit dir reden und der ist jetzt schlecht drauf, wie gehst du mit ihm um? Ja, nett und höflich. Ja? Ja. Wer von euch hat denn eine Vorstellung schon, was er werden will? Genau. Ja? Polizistin. Okay. Konditorin. Okay, super. Ich esse gerne Kuchen. Hm? Ja? Kaufmann im Einzelhandel. Okay. Und was mit euch anderen? Ihr seid noch am Überlegen? Oder schon eine Idee? Prima. Brauchen wir noch ein bisschen mehr Mathe, gell? Einige haben schon einen Wunsch. Einige wissen, dass ihnen in der Schule geholfen wird. Einige wissen, ich bekomme da Unterstützung. 60% ihrer Absolventen kann die Schule in die Ausbildung oder aufs Gymnasium weitervermitteln. Ein Erfolgsmodell inmitten eines Problembezirks. Zurück ins badische Pforzheim. Im Haus des Jugendrechts betreuen insgesamt 13 Mitarbeiter mehr als 40 Schulen beim Thema Schuldistanz. Die zwei Polizisten Marc Hölzken und Volker Weingart gehen auch regelmäßig Streife. Immer auf der Suche nach Schulschwänzern. Großes Einkaufszentrum letztendlich, wo viele Geschäfte drin sind.
wo es viele Sitzgelegenheiten gibt. Da ist eigentlich ein sehr guter Anlaufpunkt. Dann ist auch hier in der Nähe die sogenannte Gangstergasse. Aber die Jugendliche den Namen gegeben, Abhänger Chiller. In der Innenstadt werden die Beamten schnell fündig. Hallo. Hallo. Polizei. Polizei. Personenkontrolle. Zu Hause? Ja. Irgendwas dabei, wo der Name draufsteht? Mein Name? Ja. Aber, danke. Zigarette vielleicht gerade noch schon ausmachen oder irgendeine Kontrolle. Ja, das mag sein, aber... Jetzt rufen die Beamten bei den jeweiligen Schulen der zwei Jugendlichen an. Zu klären gilt, sind sie wirklich schon 18 Jahre alt und haben sie heute tatsächlich keinen Unterricht? Okay. Eine gute und eine schlechte Nachricht. Du hast heute frei, das stimmt? Ja. Du bist aber noch keine 18, du bist 16. Warum? Ja, weil du am 5. Januar 2000 geboren bist. Ja. Ja, und wir haben 2016, das heißt, du bist 16 Jahre alt, keine 18. Das heißt, die Zigaretten, die krieg ich. Ja? Ja, doch. Sonst noch was? Noch mehr Zigaretten? Noch mehr Zigaretten dabei? Keine? Laut Gesetz dürfen Jugendliche unter 18 Jahren keine Zigaretten mit sich führen. Trotzdem bleibt es bei einer Verwarnung. Mit seiner Stotterei war gleich klar, auch vom Aussehen, dass der noch keine 18 war. Und der andere war an für sich recht offen mit der Aussage, ich habe 29 ausgehabt. Die Schulleitung oder die Sekretärin von der Schule hat es auch bestätigt letztendlich. Als nächstes patrouillieren die Beamten durch die berüchtigte Gangstergasse, ein Mekka für Schulschwänzer. Unterlassenschaften sind da. Ja, das ist so eine typische Stelle, wo sie sich rumdrücken, wenn jetzt zum Beispiel das Wetter schlecht ist. Man sieht hier draußen, ist alles vermüllt, wenn schönes Wetter ist, ist schlechtes Wetter. Dann treiben sie hier rum, dann drücken sie die Füße gegen die Wand und verschmutzen hier die Wände. Ein weiterer Lieblingsort der Schulschwänzer, Einkaufszentren. Hier gehen den beiden Beamten bei ihren Kontrollen immer wieder Jugendliche ins Netz, die eigentlich die Schulbank drücken müssten. Hallo. 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 Guten Tag. Die Polizei. Die Polizei. Kurze Personenkontrolle. Ist ein Ausweis dabei? Schülerausweis. Ja, genau. Du schau gleich Stichwort, Schülerausweis. Keine Schule? Nee. Warum nicht? Früher Haushalt. Bitte? Früher Haushalt. Früher Haushalt, okay. Wunderbar. Wo geht's denn zur Schule? Autostein-Realschule. Autostein-Realschule. Und wann war aus? 10.20 Uhr. 10.20 Uhr. Und was ist ausgefallen? Keine Ahnung. Weißt du nicht, was für eine Stunde das eigentlich gehabt hat? Ja, doch. Rallye halt die letzten zwei Stunden. Okay. Und der Lehrer ist krank, oder? Weiß ich nicht. Auch dieser junge Mann versucht, die Polizisten erst zu täuschen und gibt an, dass sein Unterricht ausgefallen ist. Erst als er sieht, dass die Beamten ernst machen und bei seiner Schule anrufen, gibt er zu, eigentlich hat er sich krankheitsbedingt abgemeldet. So viel gegessen? Ja. Machen wir nach. Du siehst blendend aus an für sich. Man sieht ja nicht, dass es so schlecht geht. Und was war ausgemacht dann, dass du gehen darfst? Dass du zum Arzt gehst wahrscheinlich, oder? Ja, ich bin im Hausärzteprogramm Hufenfeld beim Frau Dr. Bullinger. Da wollte ich jetzt eigentlich noch demnächst hin, aber das kommt demnächst. Zigarette dabei? Man riecht's nämlich. Ja. Ja. Wenn es einem schlecht ist, dann sollte man nicht gleich noch rauchen. Hab ich nicht. Soll ich die abgeben? Ja, natürlich. Mit der Tür oder ohne? Das ist wie kein Spalter. Das nehme ich da nicht weg. Aber die nehme ich da fort, schmeiße in den Müll. Ne? Das Feuerzeug auch. Also, in der Schule hat man mir gesagt, dass du normal Unterricht hättest. Ja, ich habe mich entlassen lassen. Auch durch die Entlassungsschlüsse, weil du es. Genau. Habe ich den Bus verpasst und du weißt schon. Genau. Aber so wie du jetzt aussiehst, recht fit, muss ich sagen. Merkt man also nichts davon, von uns zumindest. Dass dir schlecht ist. Ja, und wenn es einem schlecht ist, geht man nach Hause und nicht in der Einkaufszentrum und dreht sich herum. Das ist eine halbe Stunde. In Zukunft immer Frage gleich. Mit der Wahrheit rausrücken. Ja, ja, okay. Okay? Mhm. Weil du sagst, es kommt sowieso raus. Ja, du magst nicht angelogen werden, ich mag auch nicht angelogen werden. Und dann sind wir auf einer Wellenlänge. Okay? Mhm. Also. Klären dann mit dem Schulleiter ab, welche Maßnahmen jetzt gemacht werden, ob er schulisch entsprechend belangt wird oder ob er sich vielleicht auch wegen einer Ordnungswidrigkeit strafbar gemacht hat, weil er tatsächlich geschwänzt hat. Ja, aber es ist schlecht nachzuweisen, wenn er tatsächlich krank war. Aber wir klären das noch ab. Am nächsten Morgen in Pforzheim. Heute heißt es für Marc Hölzgen und Volker Weingart Einsatz in voller Montur. Der Grund, es soll schwänzenden Wiederholungstätern an den Kragen gehen. Bei den ganz schweren Fällen soll die Uniform Eindruck machen.
unsere Gesprächsführung ist die gleiche, aber von der Wirkung her ist es einfach anders, viel autoritärer. Und wir erhoffen uns einfach dadurch, dass die Jugendlichen diese Situation nicht noch mal erleben möchten. Immer mehr Pforzheimer Schulen wenden sich wegen notorischer Schulschwänzer an das Ordnungsamt. Von dort bekommt Hauptkommissar Thomas Hoffmann dann die Freigabe für die Schulvorführungen. Mal. Ich sag dir was. Na. Oh, die von der Südstadt ist das Problemkind. Oh. Bei der sollte da früher auf jeden Fall dort sein. Die Mutter geht aus dem Haus, geht da zur Arbeit. Du hast doch die schon gehabt. Ja, genau. Jeder der Fälle von heute ist den Polizisten wohl bekannt. Die Beamten sind überzeugt, dass man notorisches Schulschwänzen im Keim ersticken muss. Sonst kann es zu spät sein. Es gibt bei uns so ein Sprichwort bei der Polizei: Nicht jeder Schulschwänzer wird zu einem jugendlichen Intensivtäter. Also jugendliche Intensivtäter sind die, die sehr viele Straftaten machen oder sehr schwere Straftaten. Aber fast jeder jugendliche Intensivtäter hat mit Schulschwänzen begonnen. Zunächst fahren die Beamten zu einem 13-jährigen Realschüler. Der wohnt bei seiner alleinerziehenden Mutter. Seine erste Schulvorführung in Zivil hat den Jugendlichen vor 2 Wochen scheinbar nicht beeindruckt. Er schwänzt weiter. Ich denke schon, dass es Eindruck macht. Weil vor allem, weil er letztes Mal durch die Kollegen in Zivil vorgeführt wurde. Deshalb denke ich schon, dass er überrascht sein wird, dass wir heute in Uniform kommen. Und natürlich auch die Nachbarschaft, eine ruhige Wohngegend hier, die wird natürlich schon aufgeschreckt sein, wenn sie hier sieht, dass die Polizei da ist. Man sieht ja, der eine oder andere Nachbar schaut ja schon raus. Guten Morgen. Hölzgen vom Haus des Jugendrechts, mein Kollege. Hallo. Wegen Niklas. Ja. Ist es soweit? Ja. Er ist schon wieder nicht in die Schule gegangen. Ich war ja neulich erst mit Herrn Schäfer da. Dürfen wir kurz reinkommen? Beruhige sich schön. Sehen Sie so gut. Wir kriegen das schon auch. Okay? Liegt er noch im Bett? Ja. Können wir mal schön hochgehen zu ihm? Ja, ich habe ihm schon gewinkt, dass du wieder zur Schule musst, aber anscheinend. Ja, der geht zur Schule. Ich bringe ihn auch manchmal zur Schule. Der geht rein, alle sehen ihm, dass der wirklich zur Schule geht, aber dann dreht er sich um. Und halt wieder ab. Okay. Nee, es beruhigt sich, Frau. Okay, jetzt gehen wir mal hoch. Guten Morgen. Die Polizei, hallo. Morgen, Niklas, grüß dich. Hallo. Kannst du denken, wo wir da sind? Mach ich in der Schule. Und wenn du ein Problem hast, dann sag's einfach, mir helfen da. Ja. Ja, das habe ja die Kollegen auch schon gesagt. Wenn du gemobbt wirst oder irgendwas in der Schule ist, sag das uns bitte, für das sind wir da. Mhm. Ja, und dann stellen wir das ab. Ja, wir sind nicht da, dass wir dich in irgendeiner Form in die Ecke drücken wollen, sondern wir wollen dir helfen. Mhm. Wir wollen, dass du wieder gerne in die Schule gehst. Mhm. Ja, jetzt machen wir, jetzt ziehst du dich bitte an. Mhm. Okay, und dann gehen wir zusammen in die Schule. Mhm. Ja, okay. Trotz mehrerer Ermahnungen vom Jugendamt meldete die Schule des 13-Jährigen zuletzt 10 unentschuldigte Fehltage. Dass die Polizei ein zweites Mal kommt, hat der Schwänzer dennoch nicht erwartet. Ich bin sehr überrascht. Ich bin gar nicht damit gerechnet. Obwohl die schon mal zivil da waren? Ja. Aber Uniform hast du denn nicht erwartet? Mhm. Hast du eine Bußgeld bekommen? Ja. Wie viel habe ich denn bekommen? Also erstmal 35 und dann 50. Und dann 50, okay. Wir werden auch mal mit der Bußgeldstelle reden, ja, dass gegen sie kein Bußgeld mehr erlassen wird, weil wir sehen ja die Umstände, sie können ja nichts dafür. Ja? Wir müssen versuchen, ihm zu helfen. Und wenn er tatsächlich gemobbt wird in der Schule, dann müssen wir jetzt der Sache wirklich mal nachgehen. Der ist so groß, der kann sich irgendwie wehren trotzdem. Ja, freilich. Wir müssen gucken, ob überhaupt was dran ist. Ja? Wie gesagt, von der Größe her denke ich schon, ob was dran ist oder nicht, da müssen wir jetzt echt mal gucken. Ja. Glauben Sie, dass der Auftritt der Polizisten heute in Uniform auf ihn Eindruck gemacht hat? Also das erste Mal, wo der dann von Herrn Scherer abgeholt wurde, hat gesagt, oh, das ist cool, mit der Polizei zu fahren und so. Der hat toll gefunden. Sie reden immer darüber und sagen, das wäre cool. Ja, aber wenn man ihnen dann mal in die Augen schaut, man sitzt dann im Fahrzeug hinten neben ihnen, wenn dann der Kollege fährt, dann sieht man schon, dass es nicht cool ist, sondern dass sie wirklich Schiss haben und dass es ihnen peinlich ist. Natürlich gegenüber anderen sagen sie, es ist cool, das blau-weiße Taxi oder blau-weiße Partybus, das sind immer diese Sprüche. Zumindest gegenüber seiner Mutter zeigt der Teenager erste Zeichen von Einsicht. Als Grund für sein Schwänzen gibt der 13-Jährige Mobbing an. Doch selbst wenn sich diese Aussagen bestätigen, entschuldigt ihn das nicht vom Unterricht. Auch Hauptkommissar Volker Weingart geht dieser Fall an die Nieren. Das sind Situationen,
wo einem schier oder beinahe die Tränen selber kommen, wenn man sieht, wie plötzlich der Jugendliche umschwenkt von wegen Partybus oder Taxi und nimmt dann die Mutter von sich aus, ohne dass man was sagen muss, in den Arm. Da muss man schon die Tränen auch zurückhalten, wenn man sieht, wie die Mutter leidet letztendlich. Und deshalb ist allerhöchste Eisenbahn, dass man hier diese Familie hilft. Jetzt nutzen die Jugendpolizisten die Gunst der Stunde und versuchen, den Dauerschwänzer zum Umdenken zu bewegen. Du weißt ja, dass man einen Job in der Regel nur kriegt, wenn man gute Note hat, oder? Also was muss man tun, dass man gute Note kriegt? Schule gehen, lernen. Und lernen, genau. Richtig. Und wenn man natürlich die Schule schwänzt und nicht in die Schule geht, dann hat man so schlechte Note wie du. Ja, und dann hat man nachher keine Chance, eine Lehrstelle zu kriegen. Hm? Und was sagt dir das? Schule gehen soll, lernen, schwänzen. Genau. Und was, hast du gesehen, wie deine Mutter heute gelitten hat? Ja? Hast du echt gemerkt, ja? Das hat ja schon wehgetan. Ja? Und schmeiß einfach deine Zukunft nicht weg. Und ist jetzt eher das Mobbing der Grund, dass du nicht in die Schule gehst, oder eher, weil du keinen Bock hast? Oder so eine Kombination aus beidem? Okay. Jetzt muss sich der Schulschwänzer zusammen mit den zwei Polizisten gegenüber dem Direktorat verantworten. Den 13-Jährigen hat die Aktion sichtlich mitgenommen. Das ist halt ein bisschen komisch, das Gefühl, weil wir sind alle in Uniform. Und das ist halt ein komisches Gefühl. Beide sind leer? Ja, auf jeden Fall. Das willst du nicht noch mal machen, haben wahrscheinlich? Nein. Ab jetzt in die Schule gehen? Ja. Wie wir im Nachhinein erfahren, hat der Junge eingelenkt und anschließend einige Tage die Schule besucht. Mittlerweile schwänzt er aber erneut. Ich bin der Ghetto-Präsident, meine Treffer offiziell. Ich komme mit 20 Kriminellen, deine nette Residenz. Ich hab mein Butterfly dabei, um dich zu schlafen. Was bewegt Jugendliche dazu, ständig die Schule zu schwänzen? Und wie geht es ihnen dabei? Um das herauszufinden, begleiten wir diese zwei Dauerschwänzer über mehrere Jahre in Berlin. Kevin und Tim. Das erste Mal treffen wir sie 2011. Schon damals blicken sie auf eine regelrechte Schulschwänzer-Karriere zurück. Beide sind oft von der Schule geflogen. Vor ihrer alten Grundschule Erinnerungen. Also ich habe hier auch viel Scheiße gebaut auf der Schule. Ich bin dann dritte Klasse hier runtergeflogen. Ich habe da Stühle geworfen, alles. Dann ab der dritten Klasse hat es angefangen, langweilig zu werden. Da bin ich einfach zum Beispiel mit der U-Bahn die ganze Zeit hin und her gefahren. Der damals 16-jährige Kevin ist während der Schulzeit jahrelang mit Straßenklicken durch Friedrichshain gezogen. Früher demolierte er gern Mofas. Wir hatten Langeweile. Aber das bringt gar nichts, einfach so ein Teil umzuschmeißen. Ja, das war ja früher, jetzt mach ich sowas nicht mehr. Sowas kommt absolut nicht mehr in Frage. Tut dir das heute leid? Nö. Nicht? Nö. Wieso nicht? Na, es hat ja Spaß gemacht früher. Berlin-Treptow. Hier bietet der Förderverein für außerschulisches Lernen ALEP Kurse für sogenannte schuldistanzierte Jugendliche an. In Kleingruppen sollen Lerninhalte nachgeholt werden. Betreuer Klaus Westphal testet seine Schützlinge in Mathe. Holt ihr bitte eure Blöcke raus? Hallo. Ja, plus minus. Wie schwer. Bei ALEP werden eingefleischte Schulverweigerer betreut. Bis zu mehrere Monate lange Fehlzeiten hinterlassen Spuren. Wieso ist einmal 4-2? Kann ja nicht sein. Was soll denn das hier? Naja, hier geht es in erster Linie schon mal ein bisschen darum, dass erstmal das Verhalten stimmen muss. Das heißt, dass er überhaupt eine Bereitschaft entwickelt, hier dran zu rechnen. Ne? Früher hat er ja zum Beispiel gesagt, interessiert mich nicht, mache ich nicht. Aber letztendlich geht es hier darum, dass die Verhaltensauffälligkeiten sozusagen ein bisschen kompensiert werden können in so einer kleinen Runde. Mit der Konzentration geht es in der kleinen Runde schnell bergab. Jetzt verteilt Klaus Westphal seine Geheimwaffe. Besonders für den unter ADHS leidenden Tim ist Stillsitzen eine Qual. Ein Platz bei ALEP kostet monatlich knapp 2000 Euro. Je nach den Einkommensverhältnissen der Eltern bezuschusst das Jugendamt den Förderunterricht. Nichts sehr enttäuschend. Ich habe keine Note runtergeschrieben, weil sonst hätte ich eine 6 unterschreiben müssen. Aber ich habe ja alles nicht. Fast richtig. 6 mal 6 sind 12.
Und 4 mal 16, 16. Tim, 3 Aufgaben ist ein bisschen mager, wa? Hab ich doch 3 Aufgaben. Oft kommt es vor, dass die Jugendlichen auch hier schwänzen. Dann macht sich Einrichtungsleiterin Andrea Bohlen auf die Suche. Heute fehlt Kevin. Mit disziplinarischen Konsequenzen muss er aber nicht rechnen. Ich denke, dass man die Kinder von innen erreichen muss. Das A und O ist, Beziehung herstellen zu diesen Jugendlichen. Bei Polizei und Bußgeld sind das Momentaufnahmen. Es ist natürlich in dem Moment die Staatsmacht, die dort eingreift. Das kann 2 Effekte haben. Das kann natürlich einmal der Effekt haben von Dudu, aber auch oh, toll, jetzt haben wir die Aufmerksamkeit. Aber es ist nicht die langfristige Arbeit. Aus ihrer jahrelangen Erfahrung weiß die Psychologin, wo sich ihre Schützlinge bevorzugt herumtreiben. Guten Morgen, junger Mann. Schön, dass ich dich gefunden habe erstmal. Morgen, Kevin. Wie sieht's aus? Heute mal so den Tag beginnen? Ja. Wegen dem Test? Ja. So, so kompliziert ist es doch gar nicht, hä? Ich habe vorher nicht geübt. Und dann weglaufen? Bringt nicht viel. Der Deutschtest jedenfalls wird Kevin nicht erspart bleiben. Ein Jahr später und noch immer keine Lust auf Büffel. Lieber zieht Kevin Winks mit seiner Clique durch die Straßen und hängt in Spielhallen ab. Er hat keinerlei Zukunftspläne. Ganz anders bei seinen Kollegen Billy und Tim. Die beiden schreiben gerade beim externen Hauptschulabschluss mit. Gestern war der Mathe-Test. Alles war eingestempelt. Flächenberechnung, Satz des Pythagoras. Was ist denn dieses Satzopitagoras oder so? Keine Ahnung, wie das heißt. Satz des Pythagoras. Hier geht es darum, das Lernen zu lernen. Das ist das Entscheidende hier. Und wir wollen hier die Schüler dazu motivieren, ja, ich will den Abschluss machen. Und das ist das Entscheidende. Und wenn eben hier von 12 Schülern, sag ich mal, nur 3 dazu bereit sind, weil sie zwischen wollen und können. Alle wollen sie hier einen Abschluss machen, aber sie können es nicht. Klaus Westphal will, dass sich Kevin zumindest mit einem Praktikum für die Berufswelt fit macht. Der Termin für das Vorstellungsgespräch wäre aber eigentlich gestern gewesen. Gut. Dann ist sie jetzt drin, bewirft sich, sei bitte höflich, zuvorkommt und versuch mal zu entschuldigen, was da gestern war, ja? Ja. Okay, gut, viel Erfolg wünsche ich dir. Kommst du später nochmal, wa? Ja. Sind Sie Herr Scholz? Ja. Ich bin hier wegen Praktikum. Aber ich habe gestern verschlafen. Man kann doch nicht sein Leben lang verschlafen, ich meine, das ist ja... Das war doch nur einmal. Ja, aber schon beim 0. Mal, ja, schon überhaupt vor dem Anfangen. Schon zum Vorstellungsgespräch einen geschlagenen Tag zu spät kommen. Oh Mann, also so wird das, glaube ich, nichts. Ja, dann vielleicht beim nächsten Mal, dass ich mich später ein andermal noch mal... Gerne, aber dann bitte pünktlich. Okay, schönen Tag noch. Schade. Tschüss. Wie sind Sie gerufen? Nicht gut. Scheiße, Mann. Naja, was machen wir jetzt? Ah, müssen wir wieder loslegen, ja? Mensch, ey, wisst ihr? Ja, nur wegen diesen einen Tag, Mann. Ja, aber das ist Zuverlässigkeit. Das habe ich dir auch schon 100 Mal gesagt. Du kannst dich einen Termin machen und den anderen warten lassen, wisst ihr? Dann sucht er dich einen anderen. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das ist nun mal so. Ganz anders die Lage bei Ex-Schulschwänzer Tim. Der will den Hauptschulabschluss nachholen. Seine Betreuer sind nervös. Seit Stunden warten sie auf ihn. Ja, was, Bingo? Jackpot! Ey, echt jetzt, oder was? Ja, und da wird auch nicht verscheißert hier jetzt. Nein. Und Alter, wie, was sag ich? 3, 3, alles mit 3. Ey, geil, Alter. Ist das geil? Ey, komm, lass dich mal drücken, ey. Schön, ey, ist das schön? Alter. Ich freu mich für dich. Tim hat das schier Unmögliche geschafft und bei Alep all die Lerninhalte aufgeholt, die er als langjähriger Schulverweigerer versäumt hatte. Jetzt hat er den Abschluss. Das hat richtig gut gelohnt eigentlich. 4 Jahre später. Wir wollen wissen, was aus Tim jetzt geworden ist und treffen ihn an einer Tankstelle wieder. Hier macht der ehemalige Schulverweigerer eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Mittlerweile befindet sich der 20-Jährige im 2. Lehrjahr. Seine Chefin Ruth Brunner weist ihn für die Nachmittagsschicht ein. Vorwaschen und muss bis 16 Uhr fertig sein und dann legen wir los. Zieh ich mich um. Okay.
Nach dem zweijährigen Förderunterricht bei Alep hat Tim der Ehrgeiz gepackt. Auf einer Oberschule hat er ein Jahr weitergebüffelt und konnte seinen Hauptschulabschluss sogar noch verbessern. Doch wie schlägt er sich jetzt im Berufsleben? Also in der Schule ist es halt anders. So. In der Schule kannst du halt eigentlich gehen, also hingehen, wann du willst. Und so. Also so habe ich halt früher gedacht. Aber hier auf Arbeit, wenn du hier nicht kommst, dann wirst du gekündigt. Also beim zweiten, dritten Mal oder so. Also hatten die Lehrer doch recht? Naja, klar. Die hatten schon alle recht. Die haben da schon die Wahrheit erzählt. Aber das wollten wir halt nicht hören. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, wo wir so ein bisschen gekämpft haben, klappt es hervorragend. Also Tim ist zuverlässig. Seine Arbeiten, die ich ihm gebe, macht er ausgesprochen gründlich. Früher hat Tim im Unterricht Stühle geschmissen und ist von drei Regelschulen geflogen. Erst der mühsame Förderunterricht bei Alep hat ihn auf die richtige Bahn gebracht. Doch wie hat sich Tims Freund Kevin entwickelt? Er hat damals den Hauptschulabschluss bei Alep nicht geschafft. Heute jobbt er als Ausfahrer. Immerhin. Irgendwann muss man erwachsen werden. Diese ganze Kinderkacke und Scheiße bauen braucht keiner. Habe ich die Ausbildung angefangen, aber Ausbildung, das, nee, jedes Mal in der gleiche Werkstatt, das ist langweilig. Ja, das ist ganz angenehm. Ich bin überall in Berlin unterwegs. Das macht Spaß. Anstatt die Schulbank zu drücken, stemmt Kevin viel lieber schwere Kühlschränke und Waschmaschinen. In 8 Jahren wird mir bestimmt mein Rücken wehtun, aber ist mal was anderes, als zum Beispiel an der Kasse zu sitzen oder so. Spät, aber nicht zu spät, hat auch Kevin Erfolg. Er konnte den Hauptschulabschluss auf einer anderen Schule schlussendlich nachholen. Es hat sich viel zum Positiven verändert. Ich sag mal so, ich bin nicht mehr mit den falschen Leuten unterwegs. Also mit den ganzen anderen, mit denen ich früher mal unterwegs rumgezogen bin und Blödsinn gebaut habe. Also mit denen habe ich gar nichts mehr zu tun. Heute steht das ehemalige Sorgenkind in einem festen Arbeitsverhältnis. Der Grundstein für seinen Wandel wurde hier gelegt, im Förderverein Alep. Die Pädagogen Andrea Bohlen und Klaus Westphal kämpfen heute immer noch gegen die sogenannte Schuldistanz und deren schlimme Folgen. Ihr Job ist mit der Zeit nicht einfacher geworden. Auch zunehmend Jugendliche mit diesen psychischen Problemen, ja, Traumatisierungen jetzt durch diese ganze Migrations, das merken wir hier auch, dass dann plötzlich Jugendliche einfach, da kannst du durchgucken durch die Jugendliche, da ist eben von Unterricht erstmal gar nicht dran zu denken. Da kann die Psychologin die Unterstützung von zwei ehemaligen Alep-Schülern bestens gebrauchen. Hey, hallo. Hallo, das ist ja schön. Tag, ja. Wir haben ja erzählt, dass wir heute mal zwei ehemalige Jugendliche von uns haben. Oh Mann, Mann, das ist ja schön. Mensch, komm, Tag, großer. Hallo. Schön. Nehmt mal Platz, das ist schön. Können hier die zwei Ex-Schulverweigerer die heutigen Problemkinder motivieren? Zurück nach Pforzheim zur Polizeipatrouille gegen Schulschwänzer. Jetzt steht den zwei Beamten eine Schulvorführung ihrer schlimmsten Kandidatin bevor. Eine 16-jährige Berufsschülerin, die kaum zum Unterricht erscheint. Ich denke mal, dass sie genauso reagieren wird wie immer. Nämlich rotzfrech, ja, abweisend, großkotzig, wie man so schön sagt. Und meint, sie kann machen, was sie will. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was heute auf uns zukommt von ihrem Verhalten her. Ich denke, dass jemand da ist. Wahrscheinlich wird sie noch schlafen, denke ich mal. Nun versuchen die beiden Beamten zuerst, die alleinerziehende Mutter zu erreichen. Dann die Schülerin selbst. Doch beides bleibt erfolglos. Ein Spiel, das die Polizisten bestens kennen. Vor 14 Tagen, wurde sie vorher vorgeführt von der Kollegin. Und dann hat man sie in die Klasse reingebracht, obwohl die Schule fast zu Ende war, durfte sie nachsitzen. Und als Tag hat sie gesagt, sie ist auf der Klo und dann ist sie verschwunden. Obwohl die Polizisten das Mädchen bereits 8-mal der Schule vorgeführt haben, hat sich ihr Verhalten 0 geändert. Ein Fall, der die Beamten fast verzweifeln lässt.
Die Mutter hat sich auch nicht bei uns gemeldet bisher, was mit ihr los ist, obwohl wir das vereinbart haben. Ich denke, die Mutter resigniert einfach. Deshalb gehe ich davon aus, dass sie heute nicht da ist. Und falls sie da sein sollte, dann weiß sie genau, wie das Spiel läuft und bleibt in ihrem Zimmer oder im Bett und macht überhaupt nicht auf, weil sie genau weiß, dass wir keine rechtliche Handhabe haben, hier die Wohnung zu öffnen. Jetzt wollen die Polizisten ihre rechtlichen Möglichkeiten voll ausschöpfen. Wir machen einen Antrag oder einen Vorschlag, dass das Bußgeld also an die Höchstgrenze gesetzt wird. Das kann sie nicht bezahlen, die Mutter auch nicht, weil sie kein Geld haben. Könnte bei 150 bis 200 Euro jetzt liegen. Der Erstverstoß liegt bei 35 Euro. Da ist sie schon lange drüber, deshalb gehen wir ziemlich hoch. Und dann werden Arbeitsstunden verfügt und die Arbeitsstunden wird sie mit Sicherheit nicht tun. Und dann ist die Folge, dass sie Ungehorsamsarrest bekommt in der Jugendarrestanstalt. 20 Minuten später. Die Dauerschwänzerin müsste eigentlich hier auf der Johanna-Wittum-Schule die Schulbank drücken. Stattdessen spielt sie mit Lehrern und Polizei Katz und Maus. Die Beamten wollen mit dem Direktorat die Lage besprechen. Nun zieht kein Attest vor, definitiv nicht. Das geht auch nicht verloren. Die Sache mit der Krankheit ist halt oft so gemachte Aussage, weil man mit Krankheit natürlich alles entschuldigen kann, was einem jetzt gerade quer liegt. Ich denke mal, erfahrungsgemäß so circa 14 Tage wird sie Ungehorsamsarrest kriegen. Das heißt aber nicht, dass sie die Arbeit schon nicht machen muss. Die muss sie dann natürlich trotzdem noch ja, im Nachklagen. Genau. Ja. Ungehorsamsarrest. Aha. Und die Eltern wissen Bescheid? Die Mutter weiß Bescheid. Weißt du Bescheid, mit der dass haben das ansteht? Ja, mit der haben wir ja gesprochen. Ja, den Fall haben wir halt schon auch oft, dass die Eltern eigentlich schon dabei wären und willig wären und versuchen, dagegen zu steuern, aber schlichtweg halt ihre Kinder nicht mehr erreichen. Und wenn das der Fall ist und sie merken, es kommt Druck von außen, von ihnen, von uns, dann versuchen sie, die Kinder zu schützen. Das ist genau der falsche Fehler. Und ich habe jetzt über das Jugendamt veranlasst und habe auch mit dem Jugendrichter schon telefoniert, dass man bei ihr schnellstmöglich den Jugendarrest verfügt. Und ich hoffe, dass das jetzt beschleunigt so geht. Weil bevor das Schuljahr vorbei ist. Genau. Sonst haben wir keine Handhabe mehr. Genau. Also wie gesagt, ist alles im Laufe. Wenn wir hier stehen und sagen, es gibt eine Schulpflicht und diese Schulpflicht muss erfüllt werden und das ist nichts anderes, als wenn ihr im Berufsleben steht, dann sind das Lehrer, die das sagen und Lehrer aus Sicht der Schüler, die sagen viel und es passiert wenig. Dieser Zusammenschluss jetzt und wenn es ganz gut läuft, dann haben wir die Eltern mit im Boot. Eltern, Haus des Jugendrechts, Schule und Jugendamt. Und dann merken sie schon, dass das jetzt kein Einzelfall ist und nichts, was wir hier als Hobby betreiben, sondern dass es tatsächlich ernst wird. Und das hilft in ganz vielen Fällen. Zurück nach Berlin. Heute sollen die Ex-Schulschwänzer Kevin und Tim heilsam auf die aktuellen Problemschüler wirken. War da noch Chaoten? heißt und? Was heißt das? Wir waren die Schlimmsten eigentlich früher. Was heißt schlimm? Wir waren wirklich schlimm. Und jetzt, wo wir dann hier waren, haben wir uns halt komplett verändert eigentlich. Habt ihr was Schlimmeres wegen der Schule gemacht oder nur wegen der Schule? Da gibt es viele Gründe. Also da könnte ich dir jetzt stundenlang erzählen, was wir alles gemacht haben. Auf jeden Fall waren wir frech. Ja, wir waren frech. Wir haben uns nie was sagen lassen von irgendwelchen Lehrern oder so. Von niemandem. Eigentlich von niemandem. Ja, man hat die gemerkt, dass es ernst wird und dass sie langsam Gas geben ist. Naja, im letzten Jahr, von wo ich halt meinen Abschluss gemacht habe. Ich habe mich halt darauf vorbereitet und da ist dann halt, hat so Klick gemacht halt. Bei mir hat es ja später Klick gemacht, so, als ich von hier gegangen bin. Als ich gemerkt habe, scheiße. Jetzt wird's ernst. Wie wir auch immer sagen, viele Wege führen nach Rom, also man kann auch ein paar Schleifen drehen, das ist erlaubt. Ja, also ich würde an eurer Stelle die Chance hier wirklich nutzen, weil es gab auch Leute, die haben die Chance nicht genutzt und die sind weg. Die sind dann abgehauen von hier, also die haben Scheiße gebaut. Der eine sitzt zum Beispiel jetzt im Gefängnis, der hat richtig Scheiße gebaut und der hat gar nichts. Nix. Der hat sein Leben verkackt. Ja, das sind schon wunderschöne Momente, wenn so ehemalige jugendliche Schüler hier vorbeischauen. Das gibt ein Stück Kraft für die kommenden Aufgaben. Und ja, wir wünschen euch alles Gute.